Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon hier bei uns bei Haubi Media. Ja, wir sind zurück hier mit unserer kleinen, naja, was heißt kleinen, mittlerweile etwas angewachsenen Firma. Ne? Wir sind ja in neue Büroräume eingezogen und die platzen eigentlich auch schon wieder aus allen Nähten. Ja, es gab ein paar lustige Kommentare. Das ging von Zombie-Pirat, dieses Spiel wird floppen. Also wir sind noch im Verkauf, Woche 26, sind mittlerweile bei 5 Millionen Gewinn. Ein Flop sieht für mich anders aus, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Ja, dann gab es einen Kommentar, da ging es um die sanitäre Ausstattung des Unternehmens. Da habe ich lachen müssen. Da wurde bemängelt, dass bei Haubi Media hier auf der Toilette keine Möglichkeit zum Händewaschen existiert. Das fand ich sehr lustig. Also Hygienestandards bei Haubi Media gibt es nicht. Ja, okay, wenn ihr das unbedingt haben wollt, hier, ne, ich hätte halt vorgeschlagen, pinkelt euch nicht über die Hände, aber gut, offenbar gelingt das nicht allen, deswegen spendieren wir an dieser Stelle jetzt ein Waschbecken. Sehr schön. So, ja, ich habe mal nochmal ein paar Kommentare der älteren Folgen durchgelesen und habe festgestellt, dass wir einen Kollegen am Start haben, hier den Christian, wo ich gesagt habe, der heißt einfach nur Christian, weil er gesagt hat, er heißt Christian, aber er heißt Thomas Brattner, oder? War der Name? Muss ich nochmal auf einer Liste schauen? Genau, Thomas Brattner, der sich dann gewundert hat, ob er denn auf der Liste draufsteht. Ja, ich hatte dich ursprünglich als Christian, aber gut, jetzt Thomas Brattner ist das erledigt. Also, in Personalunion quasi bei uns hier Haubi Media. Bayern Universalis 1 ist aktuell noch in der Entwicklung, da sitzen sie so zu dritt dran und programmieren fleißig. Wir haben ja noch einen Produktionsauftrag, den nehmen wir noch schnell mit in der Zwischenzeit. Wir haben auch schon 20.000 Fans, das ist noch relativ wenig. Wir sollten hier mal wieder für die Fans was tun. Ich würde sagen, wir machen hier dauerhafte Spieleverlosung. Das sollte unsere Fans in die Höhe treiben. Schauen wir mal kurz, ob wir noch ein paar neue Stars haben. Nee, natürlich nicht. Wir haben hier ein paar Leute in der Ausbildung. Einer davon ist krank. Das ist nicht schön. Der Paul Reuter. Der dürfte jetzt vermutlich auch nichts dazulernen. Wenn er krank ist, dann gilt dieser Lehrgang wahrscheinlich nicht für ihn. So, das sind unsere Soundtechniker. Die haben sich auch schon recht gut verbessert. Und die werden jetzt dann den Bereich der Soundverbesserung, haben wir ja schon eingestellt, hier für Bayern Universalis in Angriff nehmen. Hoffentlich zumindest. So, und wir müssen nachproduzieren, sehe ich gerade, Zombie-Piraten. Da sind noch ein paar Bestellungen offen. Ich würde sagen, da legen wir nochmal 50.000 nach. So, Performance ist schon mal verbessert für Bayern Universalis. Das sind ja die drei hier in der Qualitätssicherung am Start. Der Aldi, der Werner und wer arbeitet hier noch? Der Silvio. Nicht schlecht. Fleißig sind sie. 6 Millionen Zombie-Piraten. Mensch, da geht richtig was. Ich glaube, wir werden auch hier nicht alt werden in diesem Büro. Das ist ja wirklich nur eine Übergangslösung. Ich glaube, ich muss hier nochmal 100.000 nachproduzieren. Das hilft nichts. Das Zeug geht raus wie nichts. Und das, obwohl das, ich glaube, das war nur ein 60%-Titel oder sowas, ne? Zombie-Piraten, so toll war das nicht. Aber wir brauchen neue fähige Leute. Wie sieht's aus? Da hätten wir ein paar Grafiker unter Umständen. 33 ist nicht so schlecht. Ich meine, der hat hier Spezialfähigkeit Grafik in 4 Farben. Das werden wir nicht mehr brauchen. Das heißt, der wird niemals bei uns Entwickler werden. Mit dieser Spezialfähigkeit. Wir könnten wir eigentlich ins Grafikstudio einstellen. Da wird das ein Grafikspezi. Wen haben wir hier? 256 Farben. Auch das wird nicht allzu oft eingesetzt werden. Auch du wirst Grafiker. Und wer bist du? Simple künstliche Intelligenz. Ja, das wird auch nicht wirklich der Hit werden. Also auch du wirst eingestellt. So, schön. Dann hätten wir die drei Herrschaften, die hier dann gleich mal an der Verbesserung der Grafik für Bayern Universalis arbeiten. Aber den Herrschaften wollen wir natürlich auch die Ehre zuteil werden lassen. Und ja, eine entsprechende Namensgebung vollziehen. So, dann hätten wir hier noch den Maximilian, oder? So heißt er. Maximilian Bormann, genau. So, auch hat sich auch gemeldet, wegs der Verewigung hier bei uns im Spiel. Muss gleich mal hier meinen Strich machen. Genau, ist erledigt. Dann hätten wir noch den Michael Ried, der hat sich ebenfalls gemeldet. Willkommen bei uns bei Haubi Media. Und last but not least hätten wir den Thomas.
der sich ein bisschen eigenwillig schreibt, aber das ist halt, ne, Internetschreibweise, deswegen, denke ich, nicht unbekannt, kennt man. Thomas ist erledigt, Michael Ried ist erledigt, prima, es fehlen hier so ein bisschen die Damen, ne, das fällt auf. Es fehlen die Damen. Das sind alles gestandene Kerle, aber die Mädels fehlen. Man muss sich ja zu Beginn des Spiels entscheiden, ob man Männlein oder Weiblein spielen will, aber ich sehe hier eigentlich meistens nur Männlein. Ne? Das ist jetzt alles, wobei der sieht schon, das sieht schon schwierig aus, würde ich sagen, aber ja, ich weiß nicht, ob diese Entscheidung des Geschlechts vom Spielstart das vielleicht sogar irgendwie beeinflusst. Keine Ahnung. So. Ja, würde ich sagen, wir geben mal ein bisschen Gas. Schulung ist fertig, okay. Ihr seid mittlerweile auf dem recht flotten Level. Genau, also ab ins Soundstudio und verbessern. Jetzt sollte da ein bisschen was vorwärts gehen und die Punkte in die Höhe treiben. Das wäre sehr schön. So, hier haben wir noch eine Verbesserung. Nee, abbrechen will ich nicht. Hier kann ich mir den Entwicklungsbericht anschauen lassen, der laufenden Entwicklung hier von Bayern Universalis. Man sieht hier schon die Sachen, die abgeschlossen sind. Also unsere QS war hier schon fleißig. Und das Ding hat schon 1,6 Millionen gekostet. Und wir haben noch keine Werbung gemacht dafür. Ne? Das ist auch flott. Ein neuer Star. Mal wieder am Start. Spezialisiert für mehr Spiele per Internet. Und Third-Person-Shooter. Nicht schlecht. Das wird ein Entwickler bei uns. Sehr gut. So. Personal. Auch den Kollege benennen wir um. Brauche ich wieder meine Liste, mein Gott. Ich stelle hier Leute ein, das ist der Wahnsinn. Muss ich gerade schauen, habe ich irgendwo einen übersehen? Ja, habe ich. Da habe ich jemanden übersehen. So, Diamond. Diamond. So, genau. Minecrafter, was ein Name. Diamond Minecrafter, also schön. So, auch bei uns in der Firma tätig. Ich selbst konnte mit Minecraft nie was anfangen, habe es nie gespielt, aber jedem, der da Spaß dran hat, sei die Freude gegönnt. Ne? So, die Verkaufszahlen gehen zurück von Zombie Pirat. Wer hätte das gedacht? Und das, obwohl wir so billig sind. Überaus billig sogar, aber gut, wir haben nur einen Hype von 14. Ne? Trotzdem, wir haben über 7 Millionen schon mal mit dem Blödsinn verdient. Das war doch recht ordentlich, findet ihr nicht? Ich glaube schon. Hätte schlimmer sein können. Deswegen bin ganz zufrieden. Grafik erste Stufe ist durch. Sound ist auch gleich durch. Genau, da ist es schon passiert. So, und der Kollege macht gleich mal Pause hier, oder was? Der Paul. Ja, ich glaube, ich bin. Oh, crap. Genau. Mhm. Machen die einfach Pause. Mist. Zombie-Pirat. Ja, der Verkaufs-Output geht zurück. Aber ist kein Problem. Wir lassen den Lagerbestand einfach stehen. Und werden dann ganz gechillt eine Zweitvermarktung machen. Könnten wir sowieso mal in Auftrag geben, eine Zweitvermarktung. Da warten wir noch, bis dieser Auftrag fertig ist. So, in der Zwischenzeit setzen wir mal einen Kollegen. So, Zombie-Pirat 7,5 Millionen. Nicht schlecht, oder? So, wir setzen mal einen Kollegen zum Marketing. Das macht der Meister Gieses, der kann das. Er sorgt dafür, dass hier ein bisschen was vorwärts geht. Für unser Bayern Universalis. Wir haben hier noch null Werbung gemacht und das Spiel ist schon zur Hälfte fertig. Publisher. Publisher, genau. Publishing-Angebot. 37%. 1,17 Millionen. Ne, sorry, das ist mir zu schlecht. Will ich nicht. Könnt ihr vergessen. Wir machen hier lieber unsere Zweitvermarktung. Ein Budget-Spiel und zwar 200. Genau. Das machen wir und zwar sofort. Wir wollen 19 Dollar, brauchen keine Anleitung, kriegen 6 Dollar Gewinn. Raus damit, den Blödsinn produzieren wir noch schnell. Legen wir mal 50.000 auf. Mal schauen, wie sich der verkauft. Wollen wir gleich erleben. Na, Herrschaften, was ist los? Warum dauert das so lang? Jetzt, okay, 4.000. Okay, 10 Wochen, sagen wir 20 Wochen. Ja, legen wir nochmal 50 drauf und gut ist. So, nächste Zweitvermarktung. Ich habe nämlich gesehen, wir können Hospital Manager auch zweitvermarkten. Da lassen wir uns mal 2 Wochen Zeit. Wollen wir auch 19 Dollar dafür. Würde ich sagen, da produzieren wir auch gleich mal 100.000 von dem Blödsinn.
So, und dann sollten wir hiermit nochmal ein bisschen Kohle verdienen. Das ist das Tolle an der Zweitvermarktung, kann man immer zwischendrin noch ein bisschen Kohle scheffeln mit bereits produzierten und gepublishten Spielen. Das kann man übrigens auch für Spiele machen, die man nicht selbst entwickelt hat. Siehe Zweihänder, ne? Den haben wir ja fremd gepublished. Das war ja nicht unser Spiel. Deswegen kriegt jetzt hier natürlich auch der ursprüngliche Entwickler in der Zweitvermarktung nochmal den entsprechenden Anteil. Also wir stecken hier nicht den kompletten Profit ein, wie man gesehen hat bei der Preisgestaltung. Aber wir sind fast schon 0 auf 0. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Gewinn. Ja, so muss es sein. So, was machen unsere Leutchen, wollte ich schon sagen. Da geht nicht viel vorwärts, hier stelle ich fest. Ich bin immer mal wieder am Schauen, ob wir hier Leute haben, die eine sehr gute Spezialfähigkeit haben, also auch für den späteren Content, weil die sind natürlich interessant. Aber momentan scheinen wir nicht das Glück zu haben, ne? Messe! Messe, Lohnt es sich, so viel Geld auszugeben? Ne. Wenn man einen kleinen Messestand für Bern Universalis und das war's, Konsole haben wir ja eh noch keine. Aber das ist schon laufen. Jawohl, Hospital Manager verkauft sich auch einigermaßen gut. Naja, 3000, okay. Wir sollten im Gewinn landen. Hoffe ich mal. Wir müssen definitiv nicht nachproduzieren. Von dem her passt es. So, Hype beim Bayern Universalis geht weiter nach oben. Jesus ist fleißig. Und unsere vier Entwickler treiben den ganzen Titel auch relativ flott voran, ne? Ich habe bei Bayern Universalis vergessen, die Jahreszahl hinzuschreiben. Fällt mir gerade ein, Mist. Sehe ich gar nicht, wann ich das gestartet habe. Das ist ja blöd. Wann habe ich das gestartet? Das könnte ich eventuell aus den Finanzen ablesen. Produktion, nee. Schauen wir mal die Jahresbilanzen an. Wir haben auf jeden Fall schon erhöhte Ausgaben gehabt mit der Produktion, ne? Also ein Spiel zu entwickeln, das kostet ja gleich mal 1, irgendwas Millionen. Also zumindest Bern Universalis hat 1, irgendwas Millionen gekostet. So, da tue ich mir jetzt echt schwer, das irgendwo rauszulesen. Verdammt. Habe ich gepennt. Wir haben es beim letzten Mal gemacht. Dann würde ich sagen, das war 94. Ich schätze mal 94. So. Strategie 94. Hoffe ich mal. Was sind denn unsere anderen Spiele, die wir gemacht haben? 93 haben wir Zombie-Piraten gemacht. Genau, dann sind wir umgezogen. Ja, das wird schon passen. 94, denke ich. Wird schon passen. Ein Jahr hin oder her ist, glaube ich, egal. So, die Herrschaften in der Qualitätssicherung sind fertig und dürfen sie gleich mal Bugs entfernen. Wir haben schon wieder 420 Bugs in dem Titel drin. Und die Produktion schmeißen wir noch schnell an. Und der Jesus macht fleißig weiter seine Werbung. Der Arme. Jetzt arbeitet hier der Kollege, der Martin, natürlich ganz alleine im Support. Aber ich sage mal, momentan bei dieser Fananzahl geht das noch. Wenn wir später mal mehr Fans haben, reicht einer hier nicht mehr aus. Und der muss ja auch Pause machen und so. Ne? Und dann sind die Fans in dieser Zeit natürlich etwas ja ungehalten. Ist auch logisch. Haben wir neue Features eigentlich schon? Nö, haben wir noch nicht. Okay. Personal, wie sieht's aus? Immer noch keine neuen Stars, schade. Na gut, das gibt's ja nicht wie Sand am Meer, ne? Und schaut doch mal in unsere Zweitvermarktung. Wir machen Geld. Wir haben 200 bereits 50.000 Mal verkauft, den Hospital Manager 30.000 Mal, aber dennoch beim Hospital Manager schon ein bisschen mehr Geld verdient. Ich habe es schon angesprochen, das liegt daran, dass bei 200 der Entwickler ja noch ein bisschen Geld kassiert. Was, wir wollen eine Musikanlage, die spinnen wohl. Soll der Blödsinn? Das ist, glaube ich, Aufenthaltsraum, oder? Musikanlage? Nee. Ist bei Verschiedenes? Tatsächlich, hier, die wollen die Musikanlage. Gute Musik steigert die Stimmung, ne? Super. Wo machen wir sie hin? Ins Büro direkt, oder? Lenkt überhaupt nicht ab. Mann.
Die Jungs haben Vorstellungen, das ist unglaublich. Aufs Klo, genau, wir stellen sie aufs Klo. Gute Idee. Können sie auf dem Klo Musik hören? Ich habe doch nirgendwo Platz für so einen Scheiß. Ein Chefbüro vielleicht? Nee. Genau, in die Produktion. Gute Idee. Ein Schulungsraum, du könntest auch ein bisschen ablenkend wirken. Aber wisst ihr was, wir stellen es ins Soundstudio. Das ist eine lustige Idee. Was, ihr wollt noch eine? Jetzt hört aber auf. Dann gibt es Grafikstudio, kriegt auch eine. Das reicht denen nicht. Ich glaube, ich spinne. Jawohl, in den Entwicklungsbereich stellen wir noch ein bisschen Musik. Ne? Dann sind die Herrschaften ein bisschen entspannter vielleicht. Man weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Musikanlage gebaut, wenn ich ehrlich bin. Ich bin immer zu geizig. Ich habe mir immer gedacht, die sollen arbeiten und nicht Musik hören. Diese Schwachmaden. Warte, der setzt sich hin. Der geht gar nicht zur Musik. Es will hier niemand zur Musik, Freunde. Was ist da los? Hm? Was ist da los? Okay, die Bugs werden fleißig reduziert. Ich bin am Überlegen, hier vielleicht noch einen abzuziehen und weiter Themen zu erforschen. Wenn die zu zweit diese Bugs reduzieren können und sollte das ergehen, dann wäre es ja schade, wenn wir die Forschung einfach so stilllegen. Muss ja nicht sein, ne? So, Grafikstudio ist fertig. Wir können nichts mehr weiter verbessern. Dann würde ich sagen, ihr geht mal bei uns in den Schulungsraum und bekommt mal einen Grafikkurs spendiert. Pixeln für jedermann, genau. So sieht's aus und wir schmeißen den nächsten Produktionsauftrag an. 27.000. Schaut mal hier, wir sind bei fast 13 Millionen. Cyberpunk. So. Ja, in der Zweitvermarktung haben wir schon 1 Million verdient und haben immer noch Lagerbestand. Das läuft. Das läuft. Publishing-Angebot. 10 Millionen. 10 Millionen und 38% schon mal hier. Tschüss. Sicher nicht, Meister. Sicher nicht. Oh, schon mal hier. Oh. Der Diamond Minecraft, der ist am Rocken hier. An der Musikanlage. Ich glaube, ich spinne. Ja, und dann setzt er sich hin und entwickelt weiter. Sehr brav. Sehr vorbildlich. Unglaublich, die Leute sind echt motiviert. Und die Jungs hier hauen die Bugs weg wie nichts. Silvio, weißt was, du gehst mit in die Forschung. Ich glaube, das schafft hier der Alte alleine, oder? Die Bugs. Produktion, auf geht's. Wir wollen Geld sehen. Läuft. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Sieht echt gut aus. Thema Konsolenforschung kam auch schon entsprechender Kommentar. Könnte man noch was machen? So, wir verbessern nochmal die Musik. Cinematische Musik. Auf geht's. Ihr drei, macht da mal hin, ey. Ja, Konsolenforschung am Schweineteuer. Kostet richtig viel Asche. Das ist bekannt. Soll sich aber dann wohl gut verkaufen. Aber wahrscheinlich nur, wenn man eine top aktuelle Konsole hat, schätze ich mal. Ansonsten würde das vermutlich etwas länger dauern. Immer noch keine Stars, mein Gott. Wir haben hier 161 Qualität im Büro und es kommt keine alte Sau zu uns. Gangster, jawohl. Gangster, mein Gott, das war auch so ein Klassiker, ne? Wer kennt den noch? Gangsters, das Spiel für den PC. Auch schon steinalt. Hat aber Spaß gemacht. Habe ich auch gezockt damals. Ja, Konsole haben wir noch nichts erforscht. Feature gibt es keine. Sonstiges. Da gäbe es noch was. Genau, hier zum Beispiel professionelle Sprachaufnahmen für Soundstudio. Das könnten wir eigentlich machen. Genau. Wäre noch eine Idee. Ja, wenn man es in den Features drin hat, dann sollte man natürlich das Ganze auch in der Rubrik freischalten. Also in für Soundstudio als Option. Und das macht man halt über die Forschung. So, du kannst mal mit deinen Plakatwerbungen aufhören. Du gehst jetzt mal bitte auf Radiowerbung. Haben wir nochmal 180.000 rein. Pro Werbeaktion. Was kostet uns der Spaß bis jetzt? 1,8 Millionen. Okay. Wir sind aber schon recht weit. Ne? Das Screenshot hat sich ein bisschen verändert. Interessant. Und ihr seht mal hier, was wir jetzt schon alles hier freigeschalten haben. Ne? Also da sind jetzt deutlich mehr Aufwertungen drin als in den alten Titeln. Also ich gehe davon aus, dass Bayern Universal ist hier eigentlich schon ein vielversprechender Titel wird, der uns ordentlich Geld bringt. Und unsere Fans sind auch deutlich gestiegen. Ja, ich glaube, Anfang der Folge waren wir bei irgendwie 20.000 oder so. Kann das sein? Ja klar, war natürlich auch Convention und so, ne? Kam auch dazu.
Ja, so einen kleinen Push habe ich ja gerade auch auf dem Kanal erlebt, jetzt die letzten Wochen. Das lag vermutlich an X-Rebirth und vielleicht zum Teil auch an Mad Games Tycoon. Ein bisschen Zuwachs. Ich begrüße an dieser Stelle nachträglich alle neu hinzugekommenen Abonnenten. Toll, dass ihr hergefunden habt. Schön, dass ihr noch da seid. Das geht natürlich auch an die alten Hasen, die sich hier schon länger rumtreiben. Muss man ab und zu auch mal sagen, ne? Muss auch mal sein. Ja, ich spinne, wir müssen bei 200 nachproduzieren, oder? Das glaube ich ja gar nicht. Ist nicht euer Ernst. Wir haben nur noch 7800 auf Lager. Ja, komm da. Gehen wir nochmal. 10.000 legen wir nochmal drauf. Und ein Produktionsauftrag ist da. 223.000 für 41. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Und Bayern Universalis wird auch fertig. Die Mad Games Awards. Special Killer. Computer Giant 2. Studio des Jahres. Lockstar Games. Und CC75 Cybercop, Spiel des Jahres. Klingt ja spannend. Klingt sehr spannend. So, die im Soundstudio werden, glaube ich, noch fertig, bevor der Titel hier erledigt ist. Ja, und ein Mann schafft es tatsächlich, hier die Bugs im Zaun zu halten. Sehr gut. Sehr schön. So, ihr forscht mal bitte weiter. Und zwar. Spielmechanik, genau. Eine weitere Verbesserung für die Qualitätssicherung. Sieht gut aus, Mensch. Die Zahlen sehen gut aus. Das wird gut. Das wird richtig gut, glaube ich, das Spiel. Sehr vielversprechend. Prima. Schulung läuft weiter. Radiowerbung ist fertig. Wir sind schon bei fast 60 Hype. Was machen die Stars? Keine neuen Stars. Schade. Okay. Na gut. So, und der Kollege geht hier zum. Der Michael, der geht zum Zocken, oder was? Mann, Mann, schaut euch das an. Am Waschbecken habe ich jetzt aber noch keinen gesehen, ne? So viel zum Thema Hygienestandard. Aber ich will mal nicht nachkarten. Sowas tut mir schließlich nicht. Oder nicht allzu oft. Nochmal 10.000 für zwei Hände. Und ich würde sagen, wir legen nochmal 10.000 für Hospital Manager drauf. Weil der verkauft sich doch nachhaltig, ne? Und wir haben kein Marketing dafür gemacht. Das kommt auch noch dazu. Und haben hier schon mal über 2 Millionen eingesteckt, nur in der Zweitvermarktung. Geschenktes Geld, Freunde, geschenktes Geld. So, ja, aber Freunde, ich schaue auf die Uhr und stelle fest, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Deswegen würde ich sagen, wir machen für heute Schluss und ja, sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir Bayern Universalis 1 an den Start bringen. Ja, bis dahin, eine gute Zeit, macht es gut und Servus.